Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik und für alle Horrorfilmfans, die das Found-Footage-Format mögen, à la Paranormal Activity oder Rec, kommt jetzt wieder ein Film in den Verleih und Verkauf, der erst vor kurzem im Kino war. Und damit geht es heute um Chernobyl Diaries. Dann mal los. Ich hab doch gesagt, wir fliegen nach Moskau. Ja? Ja. Schon mal von Tschernobyl gehört? Ja, da ist doch dieses Reaktorunglück passiert. Ja, sagt euch Extremtourismus was? Du bist wahnsinnig. Wer kommt mit Paul nach Tschernobyl? Die Bewohner verließen die Gegend über Nacht. Sie hatten keine Zeit, irgendwas mitzunehmen. Fabriken, Schulen, Läden, Wohnungen, es ist alles noch da. Das ist Pripyat. Die Heimat der Arbeiter und Familien von Tschernobyl. Reaktor Nummer 4, wo sich die Katastrophe ereignet hat. Ist es hier sicher? Ich habe einen Geigerzähler, der sagt, ob die Strahlungswerte zu hoch sind. Wenn sich im Wasser was bewegt, sagt Bescheid. Hat sonst noch jemand so eine Geschichte auf Lager? Wir müssen jetzt fahren, es wird bald dunkel. Die Kabel wurden zerstört. Kontrollная точка Припять. Где вас носит? Hey, habt ihr das gehört? Das klingt wie ein Baby. Sicher, dass hier draußen niemand ist? Oh mein Gott. Komm schon, schnell raus hier! Komm schon, los, los, los! War das ein Tier? Das war irgendwas anderes. Komm schon, komm schon! Wo laufen wir hin? Kommt schon! Wir müssen sie finden. Wenn wir hier zurückgehen, nein, das dann müssen ist sie irgendwo sein. Zoe. Wir müssen zu Zoe. Michael. Nein, wir müssen das bringt doch nichts. Hallo? Sie folgen uns. Sie folgen uns nicht, sie jagen uns. Los! Nein! Ich gehe hier nicht ohne meinen Bruder weg! Bitte helft uns! Chernobyl Diaries ist aus dem Jahr 2012 und geht 83 Minuten, erzählt die Geschichte des jungen Amerikaners Chris, der mit seiner Freundin, bei der er kurz davor steht, ihren Heiratsantrag zu machen und wiederum ihrer besten Freundin auf Durchreise in Osteuropa. Sie machen eine Art Abenteuertrip, einfach ein Tourismusleben in einer ganz anderen Welt für die sonst so typischen Amerikaner. Genauer gesagt kommen sie auch unter anderem bei Chris' Bruder in der Ukraine unter und wollen weiter nach Moskau ziehen. Es ist gute Laune, gute Partystimmung, aber der Bruder kommt auf die Idee, diesen Trip nach Moskau abzusagen und durch eine Art Abenteuertrip nach Tschernobyl zu ersetzen. Und somit wird ein Mann namens Juri angeheuert, ein Extremtourismusorganisator. Und so verzieht es diese, oder verschlägt es diese Gruppe, ergänzt durch zwei weitere Menschen, in einen Ort rings um Tschernobyl, den einstigen Ort, bei dem es zu dem tragischen Reaktorunglück und dem GAU kam. Das ist aber in der Geschichte oder in diesem Film nur wirklich beiseite erwähnt und soll diesen Nervenkitzel auslösen, in diesen Städten umherzuwandern, die von den Arbeiterfamilien einst binnen weniger Sekunden verlassen wurden. Alles wurde zurückgelassen und das macht Chernobyl Diaries gut. Es ist wirklich ein wahnsinnig interessantes und ungewohntes Setting für einen solchen Film und das ist sehr, sehr spannend. Vor allem eben dieser Gruppenführer Juri ist auch ein Schauspieler, der macht das hier mit am besten, muss man ganz ehrlich sagen. Dem schaut man gerne zu und somit weiß Chernobyl Diaries am Anfang mit Bildern aufzuwarten, die auch als Zuschauer sehr befremdlich sind, wenn man beispielsweise ein großes Riesenrad sieht, das völlig verlassen und heruntergekommen ist und hat damit ein sehr, sehr spannendes Setting und viele tolle Ideen, die man am Anfang nicht vorhersieht, was jetzt passieren kann, sodass ich sehr positiv überrascht und das dem Film ankreiden muss und das eben auf gut gemeinte Art und Weise. Aber was der Film in der ersten Hälfte richtig macht, macht er in der zweiten so komplett falsch. Man versucht hier nur ein wenig Found-Footage zu machen und der Film ist so schön gruselig am Anfang und wird dann so einfach gestrickt und so wie man es von so vielen Filmen dieses Genres kennt und das Ende ist eine Frechheit und absolut vorhersehbar. Chernobyl Diaries hat am Anfang so schön viel Potenzial und am Ende ist er einfach nur ein Abklatsch seiner selbst und von dem, was er hätte sein können. Und der letzte Eindruck ist nun mal der, den man von einem Film am Ende hat. Und das ist sehr, sehr traurig. Aber trotzdem hat der Film genug Leute ins Kino gelockt mit 1 Million US-Dollar Budget, 35 Millionen erwirtschaftet. Das nenne ich doch mal eine gute Marge. Und für alle Genrefans, die wie gesagt Rack mögen oder die Paranormal Activity-Reihe, hier vielleicht ein interessanter Film in die Richtung, der auch mal zur Abwechslung ein wenig mehr draußen stattfindet und deswegen auch vielleicht ganz gut und interessant ist,
dass der Cast es nicht besonders nennenswert spielt, hier weder großartig noch wirklich schlecht. Und Chernobyl Diaries verschwindet irgendwo in einer Grauzone als Horrorfilm, was für mich als Filmkritiker immer sehr undankbar ist, weil man einen Film weder hoch loben kann, noch irgendwie zerreißen so wirklich kann. Und damit bekommt der Film für mich in Punkten ausgedrückt leider am Ende vorhersehbare 5 von 10 möglichen Punkten als Horrorfilm. Insgesamt ein Film, der handwerklich gar nicht mal so schlecht gemacht ist, vor allem für das geringe Budget, und deswegen kommt der Film immer noch von mir ansehnliche und in Ordnung gehen, aber weit weg von gut seiende 4 von 10 möglichen Punkten. Okay, wart ihr im Kino bei Chernobyl Diaries, und wenn ja, wie fandet ihr den Film, oder holt ihr ihn euch aus der Videothek? Denn das würde ich euch empfehlen, der Kauf, von dem würde ich hier abraten, denn man guckt den Film wahrscheinlich höchstens einmal und ansonsten verstaubt er dann nur im Regal. Also leiht euch den Film, kauft ihn euch lieber nicht, aber wenn schon, dann auf Blu-ray, ne? Okay, Freunde, das war's ansonsten von mir für heute. Wenn wir ansonsten über Filme reden wollen, schaut bei Facebook, bei DVD-Kritik einfach vorbei. Ansonsten sehen wir uns natürlich morgen um 15 Uhr wieder mit einem neuen Video, und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.